Die 12 zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herokon Online. So, dann wollen wir uns mal die 6 Schleudersteine da rausgraben. Eine etwas längere Quest wird das wohl werden. 1800 Erfahrungspunkte. Bin mal gespannt, was das gibt. Wir haben auf jeden Fall uns die Spitzhacken jetzt besorgt. Reisen wir mal darunter. Zu Füßen der stolzen Burg Rodenstein. Erstrecken sich fruchtbare Felder und Auen. Schon mehrmals trotzte die alte Wehr Weidens den Ansturm der Orken und bot den Bauern des Umlandes sicheren Unterschlupf. Möchtest du an dieser Stelle graben? Oh ja. So, das wären alle. Gucken mal, wo Grovin ist. Ist auf jeden Fall dieser neue fahrende Händler. Quatsch mal an. Den Knecht habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist er auf den Feldern. Auf einem der Felder. Ah, ich bin da oben gegengestoßen. Was hast du denn hier für tolle Sachen? Ah, extra für die Quest. Da hätte ich mir dann auch hier die Hacken kaufen können. Huniklutscher hat der. Die sind natürlich nicht schlecht. Kommt, da nehmen uns ein paar von mit. Ja, 10 müssen reichen. Was ist denn das für ein Schild? Verkaufen. Verkaufen. Schleudersteine verkaufen. Ich hoffe, ich brauche die nicht für die Quest. Sonst wäre nicht so gut. Tja, wo tue ich das hin? Komm hier hin. Das tun wir darüber. Ja, da habe ich nur noch einen drin, den brauche ich gleich auf, damit ich da dann die Honiglutscher hin tun kann. Auf einem der Felder. Ah, mein Kreuz. Ja. Grovin ist drüben auf der Westfeld, dort bei den Praiusblumen. Er spielt da mit dem Mädchen Schatzgräber oder so. Verzieh dich. Der Tomb Raider. Westen? Mach's kurz. Westfeld. Ich bin noch hier auf dem Westfeld. Hey, hast du den gesehen? Die 12 zum Gruße! Ich hab den Grovin nicht gesehen. Auf mich muss auch ständig jemand aufpassen. Tja. Die 12 mit dir! Gehen wir hier südwestlich hin. Vielleicht ist das Feld damit gemeint. Zum Gruße. Hilfe, Hilfe! Der Grovin wurde von Erdboden verschluckt. Wir haben noch nur gespielt und jetzt ist er verschwunden. Da drüben ist es passiert. Der Grovin hat nur ein paar Mal mit der Hacke zugehauen. Dann ist er im Boden versunken. Du musst ihn retten. Wir sind zu klein. Hier, nimm das Werkzeug. Pereine mit dir. Ja, mach ich doch direkt mal an. Das ist die Stelle, an der Grovin vom Erdboden verschluckt wurde. Willst du graben? Och nö. Ja, schnell los. Was wohl mit ihm passiert ist? Na, dann wollen wir mal. Gräbt. In einen Dungeon gegraben.
Was haben wir denn hier für eine Stärke? 17. Ja, das sollte klappen. Jetzt sehe ich gerade, wir haben ja hier den Lutscher. Brauchen wir den mal auf. Nehmen uns noch so ein Kärtchen, das wir entzünden. Ja, und dann locken wir die hoffentlich einzeln mal darüber. Minierschrat. Zerrissene und verrostete Ketten klirren an Armen und Beinen des Schrates. Seine riesigen, tiefschwarzen Augen funkeln hasserfüllt. Alten Tralub. Aha. Wo bin ich denn hier? Ich bin unter neuen Tralub jetzt? Okay. Ups. Feindkontakt. Neuen Tralub. Alten Tralub. Nimm das, Unwürdiger. Zwei Stück über mir. Da ist aber, ich sehe schon ein NPC da oben. Knecht Gorwin, da, super. Was haben wir denn hier? 18, okay, das sollte klappen. Drei Level über mir. Hauen schon zu Moos. So. Jetzt geht's um die Wurst. Na toll. Hat er mich gestackt. Stun Power. Das können wir auch. Nein! Ah, Mist. So knapp. Bei Ronda, das werdet ihr büßen. Meine Rache wird fürchterlich. Direkt neben ihm. Na, da rasten wir erstmal voll. Gegen Wühlschratte Boost und auch gegen Skelette. Uff, da war ein Einsturz in dem Feld. Kaum habe ich gegraben, da rutschte die Erde mit mir in die Tiefe. Irgendwo hier unten muss Grovin herumstolpern. Ich frage mich, was das für Höhlen sind. Ja, wir sind unter der Stadt jetzt. So, stampfen uns noch so einen Lutscher. Dann kommen wir her. Das war doch hier der Linke, hoffe ich. Ja, der ist schon was verwundet. Sehr gut. Na also, warum nicht gleich so?
En garde. Ja, hat immer ein bisschen mit Glück zu tun, es wird ja erwürfelt und... Oh, das sieht schon wieder ganz schön knapp aus. Puh, das war echt knapp. Ah, danke, diese verfluchten Orks. Das war Rettung in letzter Sekunde. Die Untoten hatten mich sicherlich bald endgültig fertig gemacht. Er sieht sich vorsichtig um. Diese Tunnel, die müssen die Schwarzpelze damals gegraben haben. Wahrscheinlich wollten sie die Mauern des Rodensteins untergraben und sie zum Einsturz bringen. Da hinten waren Wühlschrate. Die sahen nicht sehr freundlich aus. Wahrscheinlich hatten die Orks sie versklavt, um die Gänge zu graben. Immerhin steht der Rodenstein auf massivem Fels. Er schwankt. Mir geht's noch nicht so gut. Sucht nach einem Ausgang und räumt diese Schrate weg. Mit meinem Brummschädel komme ich nicht an ihnen vorbei. Bis wir uns wiedersehen. Ah, jetzt muss ich sogar noch 7 umnocken. Okay. Verdammt. Verdammig. Ist auch nicht mehr lange. Machen wir nochmal Fährten suchen. Mist, das aktiviert sich nicht neu. Da müssen wir den noch down kriegen in den Sekunden. Ich hoffe nur, dass die Skelette in der Zeit nicht neu kommen. Weil die waren ja wesentlich stärker. Keinen Buchs bekommen. So, jetzt haben wir einen Boost, sehr gut. Gegen Wühlschrate. Ah, 2. Packe ich 2? Versuchen wir es. Für Rondra! Für Tod und Glorie! Einen schnell down kriegen, dann sollte was klappen. Hoffe ich. Sehr gut. Komm, hau auf den anderen drauf. Komm. Ah, das ist sowieso der letzte im Dungeon, okay. Thank you.
Yeah, Victory! Hervorragend. Schnell beeilen, bevor die Skelette neu kommen. Ja? Ihr sagt, der Weg ist frei. Dann lasst uns hier verschwinden. Dieser Ort macht mir eine Gänsehaut. Bis wir uns wiedersehen. Ja, Kerl, komm. Ja? Okay, der will wohl nicht mit. Das heißt, ich gehe einfach raus. Soll mir recht sein. Jahre und immer noch buddeln wir diese verdammten Schleudersteine aus. Ja? Ich denke, jetzt komme ich wieder alleine klar. Vielen Dank, dass ihr mich aus dem Loch rausgeholt habt. Ohne euch hätte ich es wohl nicht geschafft. Wir werden wohl noch Jahre mit den Hinterlassenschaften des Orkensturms zu kämpfen haben. Und niemand weiß, wann die Schwarzpelze das nächste Mal uns hier überfallen. Hier, nehmt das. Ich habe das da unten in der Höhle gefunden, als ihr den Weg nach draußen gesucht habt. Ihr könnt sicher mehr damit anfangen. Bis wir uns wiedersehen. Diamanten, ja Wahnsinn. Schauen wir doch mal. Schick, schick, Diamantchen. Aber es gab ordentlich Erfahrungspunkte. Ja. Pembricks Rettung können wir vergessen, da waren die Gegner zu stark. Das Netz des Alchemisten, wieso nimmt er das nicht an? Suche Esran im Niederufer und sprich mit Esran. 2800. Das ist ordentlich. Lieber mal so eine kleinere noch machen. Der kleine Jorvin hat im Olata-Wäldern bei der Reise zur Unterwelt jage die schleimige Ungeheuer. Na, schauen wir uns mal diesen Schrat an. Boah, das ist weit weg. Haben wir nicht was näher? Was ist denn dieses Ungeheuer? Ach, auch Olata-Wälder. Naja, das ist hier. Ja, das ist ein Stück näher. Eine Minute. In den Wäldern nahe des kleinen Städtchens Olat mündet der Finsterbach. In den Neunaugensee, dichter Nebel hängt oft zwischen den Bäumen und verleiht der angeblich verwunschenen Gegend eine unheimliche Atmosphäre. Dun, 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 dun. So, wo müssen wir hier hin? Auf die andere Seite. Hier über die Brücke, ist ja recht nah. Keine Spuren. Mein Gott, wie errechnet sich das? Hat ja auf jeden Fall... Also selbst wenn ich sie finde, tut da manchmal dann mir keine Boosts geben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Findest keine Spuren. Mein Gott. Renn mal ein Stück weiter. Ui, was haben wir hier? Feuerroter Blutbauchen, Buchenschrat. Ich glaube, dafür hatten wir auch eine Quest. Ja, hervorragend. Genau sowas wollte ich doch.
Dann schnappen wir uns erstmal den. 23, eieiei. Da ist 8 Level über mir. Da kann ich das nur durch Fähigkeiten schaffen. Schnell down kriegen. Oh, da haben wir eine 18er. Die sollte so klappen. Hoffe ich. Das Ungeheuer ist tot. Beruhige Jorven. Nice one. Gehen wir doch mal direkt zu Jorven. Zwölfe zum Gruße! Lausch fasziniert, wie grässlich. Aber du hast es besiegt. Wenn ich das im Praios-Unterricht erzähle, werden alle staunen. Hier ist die Bezahlung. Ein Mann hält, was er verspricht. Praios die Zwölfe mit dir! Ja, Honiglutscher, lecker. Yummy, yummy, yummy. Jetzt haben wir 11, sehr schön. Schauen wir mal gerade, hat er die auch richtig hingelegt? Nö, hat er nicht. Die wollen wir natürlich stacken. Ist ja sonst Platzverschwendung. So, die 4 müssen wir noch aufbrauchen. Setzen wir die 4 mal da rein. Ah, da tut der 24 draus machen. Aber nimmt die vielleicht trotzdem da weg. Schauen wir mal. So, dann würde ich sagen, mal hier wieder ein Break. Die 12 mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Mal.